ihr Lieben, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Ich habe heute ein Video zum Thema Herbst für euch. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über den Herbst reden, weil es ist ja nun mal so, wir haben mittlerweile schon wieder Herbst. Allerdings nicht so allgemein über den Herbst, sondern in Bezug auf Thema Make-up. Was kann man im Herbst gut in Sachen Make-up ausprobieren? Was kann man tragen? Ich mag den Herbst, was das Make-up-Technische angeht. Ist so genau mein Stil, ne? Wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Was kann man im Herbst gerne in Sachen Make-up ausprobieren? Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Langsam beginnt die kältere Jahreszeit. Es wird ein bisschen früher dunkel draußen. Es ist windig, man zieht sich ein bisschen wärmer an. Wie sieht es in Sachen Make-up aus? Ja, da beginne ich mit dem ersten Punkt. Das ist der Nude-Look. Der ist ja eigentlich fast das ganze Jahr über ziemlich angesagt. Aber im Herbst kann man ihn besonders gut tragen. Beim Nude-Look tritt ja alles nur ein bisschen in den Hintergrund. Also geschminkt, ungeschminkt sozusagen. Augen in den Hintergrund rücken, Lippen in den Hintergrund rücken. Hintergrund rücken. Und ja, Nude-Look auf jeden Fall eine angesagte Sache im Herbst. Und gut verbinden kann man diesen Nude-Look noch mit frischen Wangen. Also so, als wenn man einen schönen Herbstspaziergang draußen in der Kälte gemacht hätte. Dann kommt man wieder rein und die Wangen erröten ein bisschen durch die Kälte draußen. Das kann man sehr gut verbinden, den Nude-Look, mit einem schönen Blush. Dann eine Sache, die man im Herbst gut und gerne machen kann. Und das liebe ich. Die dunklen Lippen. Oh. Genial. Lippen ordentlich in den Vordergrund drängen mit einer schönen dunklen Lippenfarbe und die Augen schön zurücknehmen. Also eigentlich reicht das schon, eine kleine Schicht Mascara, gar keinen großen Lidschatten auftragen und dann eine richtig bombenknallige dunkle Lippenfarbe. Das ist genau mein Ding. Und was im Herbst auch gut und gerne öfters getragen werden kann, sind Eyeliner. Ich habe dazu ein Video gemacht. Falls ihr Schwierigkeiten habt mit Eyeliner ziehen, habe ich euch das mal in der Infobox verlinkt. Da erkläre ich, wie man mit leichten Tricks einen guten Eyeliner ziehen kann. Es muss im Herbst aber nicht immer nur ein schlichter Eyeliner sein. Da gibt es ganz, ganz viele Varianten, die man ausprobieren kann. Ich habe jetzt hier mal den Eyeliner Pen. Multistyle Eyeliner Pen von Essence aus der Love & Sound Edition. Gibt es natürlich jetzt nicht mehr, weil es eine Edition war. Aber der hat halt eine Spitze, mit der man unterschiedliche Eyeliner ziehen kann. Und das darf man auch ruhig gerne ausprobieren im Herbst. Mal ein Dreier-Eyeliner oder mal einen dickeren, einen dünneren oder mal ein paar Striche vom Eyeliner weg. Oder Punkte oder. Eyeliner im Herbst immer eine gute Sache und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, und das sind so ein paar Make-up-Herbst-Trends, die sich aber, finde ich, eigentlich durch fast jedes Jahr im Herbst so ziehen, die immer und immer wieder kommen. Make-up-Trends allgemein im Herbst, dunkle Lippen, Nude-Look, Eyeliner. Ich mag den Herbst, was ja, das Make-up-Technische angeht. Wie sieht das bei euch aus? Was mögt ihr in Sachen Make-up im Herbst besonders gerne? Und tragt ihr das sonst auch vielleicht in anderen Jahreszeiten? Die dunklen Lippen zum Beispiel trage ich ja eigentlich immer. Immer mal gerne. Egal ob Sommer, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Aber es steht natürlich so ein bisschen für den Herbst und Winter. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr Make-up-technisch im Herbst am liebsten mögt. Oder ob ihr das auch in anderen Jahreszeiten verwendet. Und ja, welche dieser, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, ein paar Sachen Make-up-technisch, die ich gerade gezeigt habe, verwendet ihr so? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Herbst, so wie ich es auch tue. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hinterlasst mir noch ein kurzes Feedback in jeglicher Art, wie ihr möchtet. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin. Tschüss.